Ja, hi und willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Pokémon Schwert. Ja, Jäger, wir sind nochmal aufnehmen. Guck in die Kamera. Ich habe ja wieder ein paar Pokémon hier frisch fürs Entwickeln hier ausgerüstet und ich habe meine beiden Team-Pokémon für dieses DLC auch mal umbenannt. Dakuma habe ich umgenannt in Bafflomé. Weil Bafflomé, Kuma, One Piece, versteht ihr es? Anders ist mir nicht eingefallen. Ich wollte den erst Kuma nennen, aber das Viech heißt Dakuma und ja, das klang mir ein bisschen zu faul. Einfach nur ein Kuma hier irgendwie zwei Buchstaben zu entfernen. Und Brex, weil keine Ahnung, bei dieser Flop ich keine Ahnung gehabt. Das Ding ist ein Dinosaurier, deswegen T-Rex, deswegen das B von Bisaflor, Bisasam und so. B-Rex, versteht ihr es? Ich wollte jetzt erst B-Rex nennen, aber da habe ich mir gedacht, Brex, das klingt doch eigentlich cool. Ist das nicht ein cooler Name? Ja, finde ich auch gut. So, entwickeln wir welche. Anderes ist mir nicht eingefallen. Könnt ihr mal Ideen hinterlassen, weil ich weiß nicht weiter manchmal. Ja, ich für jedes Pokémon Spitznamen ausdenken, okay? So, boom. Wir entwickeln dich erstmal. Togepiknon. Oh. Ich glaube, man hört dieses Glänzen von dem Strahl, wo ich gerade bin, ne, von dem Nest. Ich bin jetzt halt so ein so, Hutzasa. Hutzasa. Der Hutzasa. Hutzasa versprüht Giftspörer und wäscht man diese nicht sofort ab, wachsen dort, wie wo sie gelandet sind, Pilze. Okay, das ist ja überhaupt nicht verstörend, ne? Wie ich da einen irgendwie Mutation irgendwie hier verabreichen kann, das ist ja wie ein Fallout, ey. Ist ein zweiter Arm irgendwie aus dem Bauch. Ja, dich muss ich zweimal hochleveln, weil zwei Entwicklungen, ne? Los, mach hin, wir haben keine Zeit. Ich muss noch fangen. Ja, boah, ich muss die ganze Zeit voll niesen. Ein Rollum. Los, komm raus, Nieser. Komm raus. Rollum dreht sich mit hoher Geschwindigkeit und rammt seine Gegner. Dabei erreicht es Geschwindigkeit von bis zu 100 km/h. Aber es gibt kein schlimmeres Gefühl, als wenn wenn deine Nase gerade so am Jucken ist, als würdest du gleich niesen, aber es kommt nicht raus. So. Los, komm. Also wenn ich jetzt gerade ein bisschen still bin, dann liegt das nur daran, weil ich meinen Nieser rauszwingen will. Aber gerade hier die Hölle für mich ist. So, nochmal entwickeln. Zu eins der ein sehr gutes kompetitives Pokémon, mein Gott. Carpentra. Kompetitives. Egal. Greift seine Beute mit den Krallen an seinen Hals zu fassen, wirft sie zu Boden, rammt die giftigen Spitzen der Krallen in sie hinein. Ah, wunderschön. So, und dann noch Tangela. Ja. Ich habe dem Ding Antikraft beigebracht, deswegen sollte es sich jetzt auch entwickeln. Tangela entwickelt sich. Wie schön. Blalala. Zu Tangolos. Cool. Jüngste Erkenntnisse zufolge besteht seine zwei Arme, die es beliebig lernen kann, aus gebündelten Ranken. Echt? Krass, okay. So, ihr weg mit euch. Ihr habt euren Zweck erfüllt. Jetzt seid ihr nutzlos für mich. Ist das ein gutes Wesen für Tangolos? Also nicht. Sieht so aus, ne? Hohe Angriffskraft. Wenige Spezialangriffskraft. Kann sein. Mal schauen. Ich werde mir sowieso wieder ein neues heranzüchten, falls ich eins benutze. Also ja, komplett. Auf der Bank packen werde ich sowieso nichts. Irgendwann kommt alles mal wieder dran, ne? So, ach ja, ich habe hier angefangen, weil hier glaube ich ein Item war, das ich noch nicht eingesammelt habe, ne? Also der TP, ich wahrscheinlich schon ab. Dann finde ich irgendwie dämlich jetzt. Die platzieren hier TPs, die man schon sich im Normalspiel holen konnte, die man von Dynarates noch zu genügen bekommt. Also finde ich ein bisschen dämlich.
So. Wer bist du? Hey Daniel, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Okay. Schön. Du stehst jetzt blendend mit Dakoma. Davon kannst du stolz den Meister berichten. Pff. Zusammen mit deinem Pokémon sieht jede Landschaft gleich viel strahlender aus. Da kommt einfach Jäger. Warte mal, ist das die eins von diesen, ja, Ausrufezeichen. Vater Rüstung, Ringbucht, Turm des Unlichts, Wüstensenke. Hier ist auch so ein Turm, ne? Turm des Unlichts. Leute, da irgendwas? So, aber mit dem reden schnell, damit ich weiß, was ich als nächstes machen soll. Ja, komm. Ich weiß, man muss das Viech irgendwie entwickeln, aber ich hoffe, das kommt jetzt nicht direkt hier, ja, oder? Ich weiß das nicht. Wo ist er denn? Auch wenn mir doch nur jemand beim Sammeln zur Hand gehen könnte. Okay, was willst du? Ach, Daniel, du kommst gar nicht. Ich wollte dich etwas fragen. Sammelst du eigentlich was? Aber so was von? Bitte sag das nie wieder. Das wundert mich aber bei dir überhaupt nicht. Du kennst dich auch einfach mit allem aus. Der Handel mit Watt nimmt bei uns in letzter Zeit richtig Fahrt auf. Das heißt auch, mit Watt satt kommt der Erfolg von ganz allein. Ich würde auch gerne Watt nutzen, um die Ausstattung unseres Dojos ein bisschen aufzupeppen. Aber mein Mann und mein Sohn sind beide eher Stubenmocker, weißt du, was ich meine? Und ich alleine kriege niemals genügend Watt für sie zusammen, was ich vorhabe. Es wäre mir selten, wenn du mir einen Teil von deinem Watt abgeben könntest. Und keine Sau, du kommst natürlich im Gegenzug etwas von mir. Eine Hand wäscht die andere, richtig? Sag einfach Bescheid, wenn jemand du ein paar Watt an mich abtreten möchtest. Also ich habe 100.000, ne? Hier in dem ruhig. 10.000 Watt. Ja. Jetzt, wo ich mein Ziel von 5.000 Watt erreicht habe, kann ich einen Friseur für das Dojo bestellen. Oh, cool. Hallo, sprechen Sie mit dem Friseursalon? Mein Name ist Enya und ich rufe aus dem Master Dojo an. Ich würde gerne Ihren mobilen Friseurservice in Anspruch nehmen. Ja, genau. Sie finden uns auf der Rüstungsinsel. Sicher. Mhm. Und schon haben wir unseren eigenen Friseur. Der wohnt da drinne. Hallo, als zusammen. Ich bin der mobile Friseur, den Sie angefragt haben. Die Styling-Techniken unseres Salons sind eine wohlblühende Geheimnis. Deshalb muss ich Sie bitten, in dieses Zimmer zu kommen, wenn Sie unser Service in Anspruch nehmen wollen. Natürlich, echte Profis achten eben auf sowas. Jedenfalls können wir jetzt jederzeit in unseren Dojo richtig stylen lassen. Jetzt, wo ich 10.000 erreicht habe, kann ich ein Rotomino für das Dojo bestellen. Was für ein Ding? Oh mein Gott. Hallo, bin ich mit dem Pokémon Center verbunden? Mein Name ist Enya und ich rufe aus dem Master Dojo an. Ich würde gerne eines ihrer Rotomina im Watt kaufen. Ging das? Also ein PC oder was? Hm, ja, sicher. Es wäre lieb. Sie haben uns einen Rotomina per Expressfahrt zugeschickt. Hallo, es tut ja gar nichts. Den Bildschirm steht irgendwas. Mal sehen. Zur Inbetriebnahme von Rotomina benötigen Sie unsere firmeneigene Software sowie die korrekte Einstellung. Diese Software erwerben und Rotomina einrichten. Um diese Software zu erwerben und Rotomina einzurichten, vereinbaren Sie bitte telefonisch einen Termin mit unseren Techniker. Ich weiß es nicht. Die wollen uns noch mehr Watt aus der Tasche ziehen? Das ist einfach nur dreist. Sie sollten sich schämen. Tut mir leid, Daniel. Ich schätze, wir werden noch mehr Watt sammeln müssen, bevor wir Rotomina benutzen können. Oh mein Gott. Nächstes Ziel. Wenn du mir noch 10.000, dann kein Ding hier. Nimm es alles. 50.000 Watt, ja, meinetwegen. Jetzt, wo ich mein Ziel von 20.000 Watt erreicht habe, kann ich eine Technik abstellen, der Rotomina einrichte. Muss ich mir echt jedes Mal Telefongespräch mit anhören. Hallo, ist das Pokémon Center? Ich spreche Ihnen ja vom Master Dojo. Sie erinnert sich vielleicht noch an mich. Ich habe Rotomina bei Ihnen. Ja, genau. Hören Sie, ich will einfach nur, dass der Verflixte, dass das Ding funktioniert. Können Sie bitte sofort jemanden vorbeischicken? Danke. Rotomina wurde endlich eingerichtet. Das Ding ist doch sowieso immer anpennen, wenn man nicht irgendwie einläuft, oder? Ich grüße Sie, Frau Enya. Es freut mich, Ihnen zu Diensten zu sein. Ich freue mich ebenso. Die Watt, die ich in dich investiert habe, müssen sich schließlich rentieren. Und eine große Wattspende hätten wir Rotomina niemals zum Laufen gekriegt, Daniro. Also keine falsche Bescheidenheit. Benutze Rotomina ruhig so oft du willst.
Jetzt wo du 30.000 blablabla keine nagelneuen Getränkeautomaten fürs Dojo bestellen. Okay, das ist irgendwie cool. Da kann ich jetzt mein Watt hier anfangen. Ja, hallo, spreche ich mit jemandem von Makros Cosmos Lifestyle. Mein Name ist Enya und ich rufe aus dem Master Dojo an. Es ist so, ich wünsche Ihnen unseren Dojo gerne einen Trinkmat aufstellen und ja genau, so einer wäre gut. Glück, Glück. Ah, nichts geht über einen kalten Schluck Wasser. In diesem Getränk hat man zahlt so viel weniger als üblich. An der Stelle wird hier also bei einem Lebensende nur noch an diesen Automatengetränke kaufen. Bisher haben wir nur Tafelwasser im Angebot, aber das ist trotzdem ein Gewinn für unser Dojo. Die gute Nachricht ist, dass wir einfach nur mehr Wert brauchen, um die Auswahl zu vergrößern. 40.000 Watt Sprudel. Boah, jetzt muss ich, habe ich jetzt gerade 10.000 Watt für Sprudel ausgegeben. Hallo, bla 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 bla. Okay. Gluck, gluck, gluck. Das ist ein frisches Diebels. Nicht schmeckt besser als eiskalter Sprudel, für den man keinen Fuß von Dojo setzen muss. Können wir außer weiter vergrößern. Oh mein Gott. Ist auch voll dämlich. So lecker schmeckt das. So, jetzt haben wir alle. Sollten wir uns vielleicht ein Fort an Lebensmittel besorgen. Ja, warum nicht? 100.000 Watt. Boah. Kann ich regelmäßig frische Zutaten hier liefern lassen, ja, die ich auch voll kaufen werde immer, weil ich ja so viel koche. Ich spreche mit jemandem aus Dream Farm. Mein Name ist Enya und ich arbeite im Master Dojo. Ich würde gerne ihren Lieferservice haben. Und ja, okay. So, jetzt kommt der Kühlschrank ist leer. Der, pass auf. Gefolgt, den Kauf hören, was hältst du davon? Watt geben, noch mehr kann ich gar nicht. Okay, ich warte jetzt einfach mal. Sonst redet noch nicht mit dem einen Typen. Ich tue mal die anderen Orte abklappern noch. Ich weiß nicht, ob es das irgendwie jetzt wichtig ist oder so. Aber ich glaube, ich muss mal. Nein, oh mein Gott. Ich weiß nicht, irgendwie. Ich will diese anderen Orte nur abklappern, in der Hoffnung, dass da irgendwie was passiert. So eine Katze wieder. Ich habe so ein Gefühl, wenn ich jetzt mit dem Meister da rede, dann ist irgendwie, weil nicht, dann kann ich die anderen Orte nicht mehr besuchen oder so. Weil ich soll Freundschaft mit Dakuma aufbauen, ne? Und ich habe ganz eindeutig Freundschaft aufgebaut, weil ich schon das Ding ein bisschen hoch trainiert habe. Deswegen, ja, war glaube ich nicht mehr so viel nötig, ne? Das war jetzt wahrscheinlich irgendwie nur dafür da, um irgendwie die Freundschaft zu erhöhen von dem Ding, ne? Nehme ich jetzt mal an. Aber ich gehe mal die ganzen Orte besuchen, die jetzt hier markiert sind. Ja. Nicht überhaupt richtig, komme ich da überhaupt irgendwie hin? Ich hoffe doch, ne? So, jetzt muss ich aber wieder Watt sammeln, ne? Ja, auch nicht schlecht. Man kann Watt endlich mal für was gebrauchen. Ha. Da. Nicht der Dada. Stimmt, die Dick, das muss ich auch noch so. Okay, das ist eine super Nest, ein seltenes Nest. Ich weiß gar nicht, wie die offiziell heißen. Aber ich muss sowieso die ganzen Orte hier noch mal abklappern, einfach nur weil na, hier ist das, ne? Wie dick das zu suchen. Ja, das ist so eine Frau. Ich meine, ich muss mit der reden, ne? Du wirst nie und nimmer glauben, was für ein grandioses Pokémon ich begegnet bin. Nein. Ich dachte, du wärst wieder so eine Person, mit der ich geredet habe. Ein Simsala habe ich gefangen, ne? Ja, Kadaver habe ich auch schon und so. Da ist ein Dick da. Dick. Ja, noch 6 Stück. Muss ich echt irgendwann mal die Augen aufhalten, so. So, wo soll jetzt hier ein Ausblick sein?
Jetzt so hier, Ringbucht. Mal da oben irgendwie hin. Ich glaube, da oben muss ich hin. Ne? Dick, da, dick, da. Wo ist er? Vegas, wenn du einen Dick da siehst, dass ich übersehe, kannst du mir auch Bescheid geben. Übrigens. So schwer sind die eigentlich nicht zu finden, ne? diese Haarsträhnen zu sehen, ich mir irgendwie schwieriger vorgestellt, aber ist es nicht, dass hier irgendjemand, sonst weiß ich jetzt nicht, wie ich diesen Ausblick hier finden soll. Galanus Zweig, davon brauche ich auch noch ein paar. Genau, Deck da. Gehen wir noch dahin. Ich glaube, da war ich noch eigentlich. Das ist nämlich ein Item. Also komm mal her. Tauchball, cool. Sonderbonbon, cool. Und Psychoschock. Also ich verschwende, nur hätten sie ruhig ein paar TMs noch reinpacken können. Statt TPs, die man sich so oder so kaufen konnte. Ja, und die Diktas zu suchen. Finde ich ehrlich gesagt nicht schlecht. Ist irgendwie lustig. Oder ist noch eins? Dick da. Mit dem komischen Traum. Irgendwie ein Teil des Traums bestand irgendwie daran, dass ich irgendwie voll viele Dickdas gefunden habe. Wir haben sich in so eine Kreuzformation irgendwie alle befunden. Da waren irgendwie bei nicht stimmt so 15 Stück oder so an einem Ort. Das war irgendwie voll krass. So, ich weiß jetzt nicht, wo dieses Ding ist. Da. Oh, guck mal da. Ein Turm, den haben wir noch nicht besucht. Aber ich habe so ein Gefühl, da muss ich irgendwie storymäßig rein. Ne? Ich will jetzt keine neuen Orte hier so erkunden. Also Orte, so richtige Orte wie so ein Turm. Da muss ich da irgendwie später irgendwann nämlich versauen irgendwas. Ich bin übrigens noch kein neues Pokémon, ja. Sternduch habe ich schon, ne? Ich habe ein Starmie, habe ich auch schon Sternduch gezüchtet, ja, ne? Magnetillo. Ist das neu? Ja, ne? Ich glaube, das ist neu. Los. Ist so neu? Ich glaube, das ist neu. Auch so ein Diamant- und Perlentwicklungs-Pokémon. Die Entwicklung dazu bekommen hat. Ich habe dich schon. Okay. Echt? Bestimmt per Zaubertausch oder so alten, ne? Weil ich glaube nicht, dass das irgendwie zu Dings gehörte, zum Galadex. Aber ich kann mich natürlich auch irren. Es gibt eine Menge Pokémon übrigens. Du bist... Ist das normale Dingen? Ne, Dedene. Ich weiß, das wäre das normale Totodemaro oder irgendwie so, aber... Gut. So, gibt's mir... Du drückst mir wahrscheinlich erstmal Statik rein, ne? Nee, Gott sei Dank. Oh nee. Ich bin ja gleich schon wieder heil, nee. Na, komm her. Jawohl. Superwurf, der hat die stärkste Durchschlagskraft. So. Und Buffalo Me. So spricht man den Namen richtig aus, ne? Mit den Schnurren empfangen sie elektrische Wellen von Artgenossen. Sie teilen sie einander mit, wo so teilen sie einander mit, wo Futter und Elektrizität zu finden ist. Cool. Okay, das ist ein Item, das ist ein Enton. Fläschchen Zink. Okay. Kuckeli Dokeli. Ich brauche ein paar Watt, also quer. So, ist das Geist und Flur? Ach, das Drift Zeppeli. Dieser Schepperi. So, ich weiß jetzt immer noch nicht, oder das eine Ding ist hier, was ich hier machen muss. Da kann ich halt nicht mehr aktivieren, weil ich irgendwie die Zufriedenheit meines Pokémons irgendwie maximiert habe oder irgendwie sowas.
mir etwas damit zu tun hat. Okay, ich habe Magnetilo anscheinend, aber ich könnte schwören, ich habe noch nicht die Entwicklungen. Da war ein Dick da. Dick, dick, dick. Ich wünsche, man könnte irgendwie so nachgucken, wie viele man schon hat oder so und wie viel man in einem Ort hat. Weil man bekommt ja hier gesagt, du hast schon so viele in diesem Ort gefunden, aber 10 Parts später werde ich doch mit Sicherheit vergessen, wie viele ich in welchem Ort schon gefunden habe. Ne? Deswegen hätte ich gerne so eine Wundersaat. Oh. Was, das habe ich noch nicht gehabt vorher? Okay. Weil, weiß nicht, in 10 Parts werde ich auf jeden Fall vergessen, ja, wie viel dick da ist. Ich habe im Bereich so und so bekommen, hab, ne? Na, wo ist das nächste auch so für Dingen? Ah, der Prüfung, Turm des Unlichts. Okay, ich glaube, die Türme haben irgendwie was mit der Entwicklung von Dakuma zu tun. Ich irre. Ich habe da versucht, so wenig wie möglich nachzugucken. Natürlich kommt jetzt hier ein Tangolas. Ja, entwickeln wir einfacher. Ja. Ja, die Klappe. Pikachu. Fresse. Okay. Ich wünsche mal, könnte die Karte irgendwie per Knopfdruck aufrufen. Das konnte man auch irgendwie. Ich habe es, glaube ich, mal irgendwann aus Versehen gemacht. Das ist nur nicht wie. Ne, glaub nicht. Ich glaube, ich rede vom anderen Spiel, ne? Ja, das ist noch ein Pokéball. Entorn. Fläche in Carbon. Diese ganzen Dinge habe ich nicht im Hauptspiel gefunden. Hey, warte mal, Wildtank, dich habe ich noch gar nicht, glaube ich. Oder? Taurus hatte ich. Wildtank noch nicht, ne? Oh Gott, ich bin noch nicht voll geil, merke ich gerade. So, boom. Oh nee. Oh gut. Das Albtraum-Pokémon für jeden, der Dings gespielt hat, Gold und Silber gegen Bianca. Verstehe ich irgendwie nicht. Ich habe irgendwie nie so Probleme mit diesen mit ihr als Arena-Leiterin. Irgendwie das Ding und Walzer soll irgendwie, weil ich, der schlimmste Albtraum von allen gewesen sein in der Kindheit. Ich habe irgendwie nicht so eine Erinnerung. Ich glaube, irgendwie die beste Strategie war immer, irgendwie einen Maschok zu holen oder Mascholo, oder man gegen das Viech einsetzen soll. Dank seiner äußerst nährstoffreichen Milch trägt Miltank seit langer Zeit zum Wohl von Menschen und Pokémon bei. Ich glaube, man konnte sich per Tausch irgendwie, per Ingame-Tausch irgendwie Macholo irgendwo holen und das soll man irgendwie benutzen gegen sie, um sich die Sache einfach zu machen. Aber das habe ich auch nie benutzt. Also und trotzdem habe ich nicht solche Erinnerungen. Also weiß jetzt nicht, bin mir jetzt nicht so sicher jetzt. Deswegen, hey Daniro, du musst dir einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Ja. Duh. Alles, was das Licht berührt, ist ein Königreich. Vor allem jetzt noch nicht mal irgendwo Licht. Die Sonne tut überhaupt nicht scheinen. Hm. Oh, du bist die andere Form von den Wolf-Pokémon, den Hunde-Pokémon, Wolf, Steinwolf, was weiß ich. Kann ich entwickeln. Will jetzt nicht extra eine andere Form noch mal fangen, okay? Muskelband. Warte mal, Muskelband. Nee, das ist nicht diese EV-Dinger, ne? Nee, die heißen Macht-Dinger, genau. Muskelband, war noch mal Muskelband. Du hast nicht einfach nur Kampfattacken oder so erhöhen, ich weiß nicht. Ist nicht wichtig, glaube ich. Ich nehme an, ich war noch nicht da oben, ne? Aber dahin. Ein Dick da vielleicht? Nein, ein Gegenstand, ein Ewigstein. Den habe ich schon genug. Oh Gott, lass mich nicht irgendwo einfahren, danke. So, ich würde die anderen beiden
auch so viele Dinger hier noch mal gern finden, bevor ich hier aufhöre. Oh, da ist ein Dicker. Da. Das ist das Gefühl, ich muss nicht wirklich nach den suchen. Irgendwann da war schon wieder eins. Wir müssen irgendwie, weil nicht von der richtigen Perspektive irgendwie hier ein Gebiet betrachten, und dann finde ich die schon irgendwann. Da. Oh, wie viel ich jetzt auf einmal finde, auf den Hinweg hin, habe ich kein einziges gefunden. Sammelst du halt bitte ein. Sprichst du was an? Keine Ahnung. Alola Diktas, die waren glaube ich Stahl, ne? Stahlboden oder nur Stahl? Ich glaube, da habe ich wieder was gesehen. Ja. So, ich hoffe wenigstens auf der Karte oder irgendwie so wird mir was verzeichnet, wenn ich in einem Gebiet alle gefunden habe. Ich würde sagen, da, guck mal. Dipta. Ja, noch zwei Stück. So groß sind die Gebiete eigentlich auch nicht. Also da war schon das nächste. Oh, dick da. So, Kämpfergott, also bedeutet eins noch hier. Komm, mal auch noch finden. Irgendwo hier wird das schon sein. Pass auf. Ich wette da, weil da ist irgendwie nichts. Schade. Komm schon, das letzte werde ich auch noch finden, ja. Glaubst du mal? Da. Ich hab's nur so im Blickwinkel gesehen. Das ist ein Diktar gefunden, die sich in der Kämpfergott versteckt haben. Aber wenn jetzt nicht irgendwann auf der Karte ist, dann wird das sehr frustrierend. Zack. Komm schon. Könnt mir nicht irgendwie so sagen, ja, Kollege. Du hast alle dick das hier gefunden. Irgendwie so eine kleine Markierung machen. Das ist halt alles. Das hat wirklich so viel verlangt, dass ich mir alles aufschreiben und notieren und so. Also, das, diesen Luxus hat irgendwie Pokémon irgendwie nicht drauf. Da kann ich nicht hin. Ehrlich. Unsichtbar waren. So Kleinigkeiten irgendwie, die mittlerweile Standard sind in vielen anderen Spielen. Solche Sachen kriegt Pokémon irgendwie nicht hin. So viele Sachen kriegt Nintendo allgemein irgendwie nicht hin. Oh, hey Jäger, kannst du nicht schwimmen? Splatoon zum Beispiel. Du kannst nicht Leuten in deine Freundesliste, da ist ein Diktar, irgendwie im Team irgendwo an Online-Matches rangehen. Du spielst mit einem Freund irgendwie Online-Matches in Splatoon und ihr werdet dann auf das eigene und das gegnerische Team zufällig verteilt. Da Pinsel habe ich gesehen, aber da kümmere ich mich jetzt nicht darum. Ich will jetzt noch die beiden Dinger hier finden. Ja, diese Ausrufe-Dinger. Also weiß nicht, so typische Sachen, die schon jede andere Konsole irgendwie ja schon seit Ewigkeiten gemeistert hat. Da hängt Nintendo irgendwie in meinen hinterher. Genauso wie mit dem Spiel, ne? Letztens ist Overwatch rausgekommen für die Switch. Das ist schon seit 2-3 Jahren irgendwie für alle anderen Konsolen draußen. Jetzt kommt erst Nintendo. Ja, wir haben jetzt Overwatch. Oh, wir sind voll hip. Das ist immer so. Oh, hier sind noch so viele Pokémon. Da war ein Dick da. Keine Ahnung. Nintendo ist immer so langsam, ey. Vorne mal. Dem muss man immer irgendwie erstmal in den Hintern treten, bevor die irgendwie ja was gebacken kriegen, habe ich so das Gefühl. So, nehmen wir gleich alle dick das. Mein Overwatch, das kam 3-4 Jahren, hat sich das jeder geholt, hat jeder mal gezockt oder so, aber jetzt bringen sie halt für die Switch raus und meinen, oh, das ist jetzt volle Big Deal oder so. Nein. Also ja, vielleicht für ein paar Leute, aber oh, sehr gut. Aber das ist jetzt schon Jahre altes Spiel, jetzt ist der Hype schon verflogen. So, dieses Gebiet habe ich noch gar nicht richtig erkundet. Wir sollten mal im nächsten Part mal kurz vorbeischauen. Okay. Wie gesagt, auch mit Splatoon, Online-Matches. Alles, was ich verlange, ist, dass
wenn du mit einem Kollegen spielst, dass du dann auch im gleichen Team bist, wenn du dich dem anschließt irgendwie, um mit dem zu zocken. Aber nein, was musst du machen? Du wirst irgendeinem zufälligen Team zugeteilt. Wenn du Pech hast, musst du die ganze Zeit gegen deinen Kollegen spielen. Das war voll schwachsinnig, ey. Das ist eine ganz einfache Funktion. Letztens ist auf der Switch ein Spiel rausgekommen, das heißt, da spiele ich auch hin und wieder Ninja La. Das ist mehr oder weniger Splatoon, nur halt mit Ninjas. Und das Spiel ist ein kostenloses Spiel. Also, das lebt auch hier von so Skins und Ingame-Käufe halt, ne? So wie Fortnite und Co. Und das Spiel kriegt das geregelt. Und dann hast du hier Splatoon 2. Weißt du, ein Spiel, wofür du Geld bezahlen musst, wohin wahrscheinlich ein sehr viel teures Entwicklerteam hintersteckt, und weil auch schon der zweite Teil von einer Serie ist, und die kriegen so was Einfaches nicht hin. Das ist irgendwie frustrierend. Ich meine, wie schwer ist es denn irgendwie, das Spiel so einzustellen, dass wenn du dich in Matches eines Freundes anschließt, dass du auch in dem sein Team bist. Aber nee, wird immer bunt durcheinander gemischt. Wie schwachsinnig ist denn das? So, und wo soll hier irgendwie ein Ausblick sein? Ich habe mit dir schon geredet, ne? So, tust du irgendwie den Weg blockieren von irgendeinem anderen Typen, der hier stehen könnte oder was? Nein. Wo ist hier ein Ausblick? Dazu hier irgendwo, hier soll irgendwo ein Ausblick sein. Ist hier so ein Typ, den ich ansprechen kann. Hm. Steht nicht. Oh, hier oben? Hier oben kommst du da gar nicht hin, oder? Also ich will das hier noch finden, hallo? Da oben kommst du auch nicht hin, ne? Ah, Artillerie. Da bin ich hier blind oder was? So, hier ist ein Ausblick. Ne? Aber wo? Wo? Muss der hier irgendwo sein, hallo? Da oben kommst du nicht hin. Hä? Ne, man, ich muss vielleicht da oben irgendwo hin, ne? Ich hab gleich noch eine Idee. Ich will das noch hinter mich bringen, hallo? Das ist ein bisschen schwach. Ich will das heute alles in dem Party erledigen. Das ist das schwachsinnig. Also, ich hätte jetzt ein weißes Artillerie. Shiny? Ne. Werden wir wahrscheinlich nicht begegnen in diesem Spiel. Wir sind einige shiny Pokémon über den Weg gelaufen. Habe ich schon mal von erzählt, ne? Ein shiny Pantimos, ne, was ein etwas das normales Pantimos, ein Galar Pantimos ist halt sehr blau, sehr hellblau, weiß und so, ne, und angeblich ist mir mal irgendwann, als ich irgendwie meine Pokémon hochtrainiert habe, ein shiny Pantimos über den Weg gelaufen, aber ich habe es nicht gemerkt. Als ich irgendwann im Pokédex dann nachgeguckt habe, da kann man ja die Form hin und her schalten, und ja, weiß ich nicht. Da kommt man denn jetzt dahin hier? Ja, als ich dann irgendwie so da hingeschaltet habe, ist mir schon wieder her. Habe ich nur etwas hier, du, ne? Du musst ja einfach diese wunderschöne Landschaft ansehen. Ja, dieses shiny Pantimos, das war halt nur ein etwas leichter hellblauer Ton. Und ich voll nervig fand, wie hätte ich das einfach bitte schön bemerken sollen. So, ich verstehe mich blenden mit der Kuma anscheinend. Gut, jetzt haben wir alle Ausrufezeichen aus dem Weg geräumt, ne? Ich weiß nicht, ob das wichtig ist oder so, aber ich habe es einfach mal gemacht, ne? Gut, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge machen wir weiter mit unserer Pokémon-Jagd. Wir haben einige Pokémon gekonnt ignoriert. Da ist noch ein Dick da. Weil ich halt beschäftigt war, diese Ausrufe-Dinger zu finden. So, hier befindet sich noch irgendwo ein Dick da. Werde ich ja wohl. Wo bin ich? Also. Ja, ich würde sagen, ich bin den Part, ne? Ein Diktar werde ich schon irgendwann finden. Obwohl, es wird irgendwann voll kompliziert sein, weil irgendwann werde ich vollkommen vergessen, wo ich hier
schon überall was gefunden habe und wo nicht, ne? Wie soll ich denn das mir dann merken? Hallo, nun suchen wir jetzt hier noch ganz schnell. Da, perfekt. Gut, haben wir ja auch alle. Wenn ich jetzt noch die Nachricht bekommen würde, dass ich hier schon alles gefunden habe und eine Erinnerung, dann wüsste ich, dass ich muss mir, glaube ich, echt notieren, ne? Ringbucht habe ich und Kämpfergrotte, ne? Gut, muss ich mir halt eben notieren, weil das Spiel übernimmt das nicht für mich. Gut, dann sage ich Dankeschön fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat der Part gefallen. Wenn ja, hinterlasst doch bitte ein Like, ein Abo, Kommentar. Das würde mich sehr freuen. Dann sehe ich euch in der nächsten Folge wieder. Tschüss, Sikowski. Ich sag Tschüss, Jäger.